Ist jetzt gut, Kevin? Jetzt ist, glaube ich, auch langsam möglich. Okay, jetzt ist meine Rosette jetzt sauber. Grenze überschritten. Also jetzt reicht doch, egal. Wir wollten noch Flachspitze vor, also ich hätte eine Seite noch geöffnet. Boah, der ist schlecht. Alter, die sind so schlecht. Der ist voll flach. Hätten wir lieber über ernsthafte Themen geredet. Haben wir. Über das Rosettenreinigen. Boah, ich beende jetzt gleich die Aufnahme, ganz ehrlich. Das kann werden. Komm schon. Nö, ich find's langsam nicht mehr lustig. Sorry, ist so. Gut, wenn's mein eigenes Video wäre, würde ich es auch nicht mehr lustig finden. Ach ja. Aber das musst du dann als Weihnachtsspecial hochladen, die ungeschnittene Version ab 18. Na, sicher. Musst du 23 Uhr hochladen, damit es auch wirklich geht. Ah, dann hast du direkt ein Special, siehst du? Wir denken doch nur an dich und deinen Kanal. Das ist doch was. Jetzt hätten die Leute an Weihnachten nichts Besseres zu tun. Ey. Ja, viele. Naja. Aber jetzt habe ich mich wieder als krankhaften Psychopathen geäußert. Das hat mich alle für krank. Aber traurig. Und hier ist so dunkel. Oh, hast du Licht an. Hast du Angst im Dunkeln? Ich meine, der fährt im Dunkeln die ganze Zeit. Es ist 3 Uhr nachts, der muss jetzt 103 Stunden fahren. Also um 6 Uhr kommt er. Bei mir ist gerade richtig neblig, ey. Die Witze sind so dumm. Komm, lest mal irgendwelche schlechten Witze vor, so richtige Flachwitze. Soll ich die wirklich vorlesen? Ja. Oh nee, ey. Ja. Flachwitze, jetzt geht's los. Okay. Was ist eine runde Kackwurst? Jetzt ist das Niveau, der auf dem Tiefpunkt. Oh nein. Nee, keine Kack-Piss-Witze, komm. Nein. Flachwitze. Das ist ein Flachwitz. Okay. Ein jetzt ist das Niveau absolut auf den Nullpunkt. Ein Stuhlkreis. Also jetzt ist das Niveau auf den Nullpunkt. Okay, also die Witze werden immer schlechter. Wie nennt man springende Pilze noch? Keine Ahnung. Jumping, okay. Jungs. Scheiße. Was ist braun und sitzt hinter Gittern? Nazi. Eine Knastanie. Okay, warte, ich aber auch rein. Was sind 90 Nazis in der Ecke? Ein rechter Winkel. Uralt. Den hat mein Opa schon gekannt. Ich weiß. Deswegen ist er ja auch gut. Über den Berg ist es kürzer, als wenn du läufst. Nee, nach Hause. Ist kälter als draußen. Da steht da drüber. Nach Hause ist kürzer als zu Fuß. Warum heißt ein Löwe eigentlich Löwe? Ich bin dumm, der Witz. Antwort? Na los? Weil er durch. Wie schlecht ist der Witz? Weil er durch die Wüste läuft. Scheiße. Also. Hier ist aber auch kalt. Nachts ist es kälter als draußen. Ne? Also, wie schlecht ist der Witz denn? WTF, weil er durch die Wüste läuft. Ja, der löft halt. Okay. Oh. Warte, warum heißt ein Tiger eigentlich Tiger? Keine Ahnung. Weil er durch die Wüste läuft, aber viel heftiger. Flachwitze, die auf anderen Flachwitzen aufbauen, ey. Oh mein Gott. Also, könnt ihr auch, was ist blau angelaufen, orange und liegt auf dem Boden eines Swimmingpools? Wie kann etwas blau angelaufen sein und rot? Nein, orange, egal. Okay, Antwort: ein Baby mit geplatzten Schwimmflügeln. Oh, der ist makaber. Okay, Warte, eins, ich noch einen hab ich. Okay. Was bekommt ein krebskrankes und gehörloses Kind zu Weihnachten?
Boah, das weiß ich. Keine Ahnung. AIDS. Nee, nee. Okay, jetzt Exo wieder. Okay, der Mann ist so. Boah, der ist so schlecht. Da muss erstmal den Assistenten lassen. Mami, Mami, warum läuft Papi im Zickzack über die Wiese? Antwort: Halt's Maul und lad nochmal. Hä, den hab ich jetzt nicht verstanden. Überleg nochmal. Also, warte, lies doch mal vor. Mami, Mami, warum läuft Papi geht. Zickzack über die Wiese? Halt's Maul und lad nochmal. Oh Gott. Ich hab verstanden, halt's Maul und frag nochmal, deswegen. Genau, oder hier, der ist auch gut. Mami, Mami, darf ich mit Opa spielen? Nein, der Sarg bleibt zu. Ah, wie dumm. Ich sag dazu einfach nichts mehr. Ich. Kevin, Mami, schaltet also meine Aufnahme ist ruiniert. Hör einfach auf, weißt du? Also, Kerl, du musst auch mal ein bisschen mit Humor gehen, meine Güte. Es waren extrem viele Aufnahmen von mir und Exo auch, wo wir einfach. Boah, die sind ja, vielleicht stehen deine Zuschauer drauf. Deine sicherlich auch. Jetzt tu mal nicht so, als ob du. Meine sind das niveauvolle und seriöse gewohnt. Jetzt tu mal nicht so, als hättest du hier 50 Zuschauer, ey. Deine Zuschauer sind im Schnitt genauso alt wie meine, da wette ich mit dir. Keine Ahnung. Ich wette mit dir. Ich wette, diese Episode wird so einen großen Anklang finden. Einfach nur aus dem Grund, dass Exo hier ist und wir Scheiße labern. Was ist grün und fliegt? Eine ferngesteuerte Essiggurke. So. Nein, hey, warte. Hä? Essiggurkerl? Keine Ahnung. Was ist weiß und stört beim Essen? Keine Ahnung. Eine Lawine. Okay, warte. Was hat denn das mit der Essen zu tun? Den hab sogar ich verstanden. Was ist klein, grün und dreieckig? Kleines grünes Dreieck? Ja. So schlecht. Warte. Warte. Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot? Boah, keine Ahnung. Ein Frosch im Mixer. Ja, so. Was ist grün und bleibt auf Knopfdruck grün? Frosch, der aus dem Mixer hüpft. Ah. Schön. Warum sind Chinesen klein und gelb? Keine Ahnung. Wenn sie groß und gelb wären, wären sie Postautos. Gott! Hä? Nein. Was zum Geier? Nein. Was ist ein Cowboy ohne Pferd? Keine Ahnung. Ein Sattelschlepper. Ah, den kannte ich schon. Oh Gott. Der war echt flach, ey. Warte. Was hat vier Beine und kann fliegen? Okay, warte, lass mich überlegen. Keine Ahnung. Zwei Vögel. Toll. Das sind so richtige Anti-Witze, ey. Anti-Witz. Okay, den kennt er bestimmt. Was sucht denn ein Einarmiger in einer Geschäftsstraße? Ein Einarmiger in einer Geschäftsstraße? Ja. Zack, Tanshop. Genau. Ich wusste nicht, dass er ihn kennt. Kommt ein Pferd in den Blumenladen und fragt, na, schon mal geritten? Irgendwie so ähnlich, keine Ahnung. Jetzt kommt es schwieriger mit. Wie viel Joghurt passt in eine Hundehütte? Wie viel was? Wie viel Joghurt passen in eine Hundehütte? Gott. Weiß ich doch nicht. Nein, beim Schach gibt es keine Elfmeter. Hä? Hä? Den Witz, den verstehe ich jetzt nicht. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Das ist der Witz. Was ist der Unterschied? Das ist ja ein richtiger Schenkelklopfer. Ja, ja. Was ist der Unterschied zwischen. Oh, und. Ah. Das steht ja genauso. Keine Ahnung. 10 cm. Oh. Ach komm. Versteh ich was nicht. Hat hier. Egal. Was hat vier Beine und einen Arm?
Keine Ahnung. Ein glücklicher Pitbull Terrier. Naja. Oh Mann. Also, unsere Biologielehrerin hat heute auch so einen schlechten Witz gebracht. Ich muss gerade nochmal überlegen. Egal, erzähl du so lang weiter. Warte, der Witz ist jetzt so schlecht. Der ist so schlecht. Was ist schwarz-weiß gestreift und kommt nicht vom Fleck? Keine Ahnung. Ein Klebra. Oh! die Witze fast was? Weh, Alter. Saraza, bist du's? Sind ja noch schlechter wie die von Saraza, ganz ehrlich. Nee, noch schlechter als die von Gronkh aus seinem komischen uralten Fritzchen-Witzebuch. Kenn ich nicht. Das hat er früher doch in Minecraft mal gemacht mit seinen komischen Fritzen. Ja, früher. Ja, der findet's ja nicht mehr. Ich guck ja seit Folge 300 nicht mehr. Ich guck erst seit Folge 500 und seit 1000 nicht mehr. Schön. Treffen sich zwei Leute in der Wüste, sagt der eine, hey du, der andere, wer ich? Verstehe ich nicht. Ich hab genauso was Sinnloses auch, so einen sinnlosen Spruch. Irrt ein Mensch durch die Wüste, er ist durstig, okay? Dann trifft er auf einen Krawattenladen. Er geht rein, Wasser. Nein, tut mir leid, wir verkaufen hier nur Krawatten. Kriecht er weiter durch die Wüste, findet nochmal einen Krawattenladen. Er kriecht wieder rein, Wasser. Sagt der Verkäufer wieder, tut mir leid, wir verkaufen hier nur Krawatten. Dann sieht er ein riesiges Einkaufszentrum, geht rein, Wasser. Dann sagt die Empfangsdame, ja, wir verkaufen hier Wasser, aber sie kommen hier nur mit Krawatte rein. Das kann auch so behindert. Was ist weiß, lang, lebt im Himalaya und spricht Italienisch? Der Yeti. Fast. Ein Spaghetti. Komm schon. Das ist so eine Scheiße, ey. Warum lasse ich mich immer auf sowas ein? Was ist grün und galoppiert durch den Wald? Keine Ahnung. Ein Rudel Gurken. Was ist durchsichtig und rennt hinterher? Das Glas. Und was war der Witz daran? Gurken sind keine Rudeltiere. Den kannte ich sogar noch. Ich fand den mit der Lawine ganz gut. Was ist groß, weiß und stirbt beim Essen, ne? Ja. Ich stell mir es gerade so bildlich vor. Du bist da so irgendwo in so einer Skihütte, frisst gerade deine Pommes. Und auf einmal kommt so eine Lawine. Ach nö, diese Bitte so. Wie heißt die Frau von Herkules? Keine Ahnung. Herkulin? Ist doch klar, Frau Kules. Oh. Oh. Herkules und Frau Kules. Okay, das kann ich echt mal aufregen. Okay, der ist mehr als schlecht.